Liebe Dorstnerinnen und Dorstner, heute möchte ich zunächst einmal Menschen Dankeschön sagen. Nämlich den Menschen, die im Moment in vielen Geschäften, aber auch bei Banken, in Apotheken für uns weiterhin da sind. Für die Grundversorgung sorgen. Für Lebensmittel, für Medikamente, aber auch für das notwendige Bargeld. Diesen Menschen will ich ein ganz besonderes Dankeschön von uns allen aussprechen. Nämlich, sie haben in diesen Tagen durchaus mit verstärkter Kundenfrequenz zu tun. Und gleichzeitig will ich dieses Dankeschön auch mit einem Appell an Sie verbinden. Bitte bringen Sie diesen Menschen, die im Moment für uns eine ganz wichtige Rolle übernehmen, den notwendigen Respekt gegenüber zum Ausdruck. Ich weiß, im Moment sind alle sehr angespannt aufgrund der Corona-Situation. Das rechtfertigt aber nicht, dass wir die Verkäuferinnen und Verkäufer, die Apothekerinnen und Apotheker beschimpfen oder gar beleidigen. Das wird mir immer häufiger erzählt, dass viele Menschen kein Verständnis dafür haben für bestimmte Verhaltensregeln. Halten Sie bitte Abstand, auch beim Einkaufen. Versuchen Sie nicht dicht an dicht gedrängelt zu stehen, sondern versuchen Sie Lücken zu schaffen. Nämlich, wie bei jeder Ansteckung, ist Abstand ein ganz wichtiges Gebot. Das gilt eben auch beim Einkauf oder in der Apotheke. Rücken Sie den Menschen nicht, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, auf die Pelle, sondern geben Sie ihnen die Chance, ausreichend Abstand und ausreichend Platz zu haben, damit sich auch diese für uns sehr wichtigen Menschen nicht mit dem Coronavirus infizieren und ausreichend Möglichkeiten haben, hier weiter arbeiten zu können, für uns arbeiten zu können. Und anstatt diese Menschen zu beschimpfen oder Druck zu machen oder zu drängeln, sagen Sie noch einfach mal ein herzliches Dankeschön. Denn das wird in Deutschland viel zu selten getan. Menschen, die jeden Tag für uns da sind, die für Medikamente sorgen, die für Bargeld sorgen, die für Lebensmittel sorgen oder für andere wichtige Dinge des täglichen Bedarfs, was wir als immer selbstverständlich annehmen, diesen Menschen einfach mal Danke sagen, durch ein freundliches Lächeln, im Moment nicht durch den Händedruck, aber einfach mal ein herzliches Dankeschön.